Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge GTA. Heute habe ich für euch eine Oldschool-Map und zwar IAA Window Jumping. Das heißt, ja, es steht da ja in der Beschreibung, wir müssen durch ein Fenster springen, in das Bürogebäude hinein, da in ein Büro, durch eine Wand und hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Wir werden sehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Achso, ich bin auch nicht allein unterwegs, sondern wieder mit dem Fictional Ace. Da ist er. Ah, okay, fahr du mal vor. So, was wollte ich eben sagen? Keine Ahnung, war wohl nicht wichtig. Ja, okay, den Punkt haben wir schon mal. Da ist das IAA-Gebäude. Das mit dem Sprung in das Fenster ist einfach noch nichts, kommt das noch. Jetzt müssen wir erstmal hier auf den Bus rauf. Aber ich finde das ja geil, jetzt zwischendurch auch mal wieder so eine alte Map zu fahren mit den alten Elementen. Und nicht immer diese Stunt Race Geschichte. Obwohl das ja auch ganz nett ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Ja, fahr. Willst du nicht? Da fahre ich. Ah, schon wieder nicht! Toll, ich bin oben und mein Motorrad ist unten. Oh, ich hätte jetzt auch seins nehmen können, ne? Aber so bin ich nicht. Oh, fährt er jetzt wieder runter? Ach so, okay. Ah! Nein, nicht absteigen! Quatsch, Quatsch. Jetzt habe ich mich selbst, also. Naja, gut. Hey. Das kann doch gar nicht so schwer sein. So schwer ist das doch gar nicht, da hochzukommen. Komm, nehme ich erstmal sein Motorrad. Sieht farbtechnisch auch ganz nett aus. Hat er etwa meins? Nee, oder nicht? Oder doch? Kann das nicht sehen von hier. Was versucht er denn da? Also wir könnten ja natürlich okay, ich versuche jetzt noch einmal hier und wenn das nicht geht, mache ich das so wie er. Ja, habe ich mitgekriegt. Okay. Ja.
So, jetzt aber. Ha! Das ist doch echt. Ich brauche mein Motorrad. Was willst du mir denn zeigen? Ja, geht doch. Mensch. So, und nun? Gerade abspringen. Das gibt Rache. Und zwar in Form von einer Annäherungsmine. Eine? Noch eine? Und da hinten kommt auch noch eine hin. Und wir warten hier jetzt. Ach so, okay, ich habe verstanden. Herrlich. Ah, er hat den Punkt, Gott sei Dank. Okay. Dritte Fenster von links. Oha, das wird aber schwer. Da muss ich mich ja gar nicht so weit nach hinten lehnen. So, da werde ich jetzt wahrscheinlich einige Versuche für brauchen. Was? Das. Oh. Das dritte Fenster von links. Ja. Ich habe verstanden. Das ja. Ah, wie doof. Jetzt aber. Oh nein! Na, so nicht. Nee. Ach so auch nicht. Scheiße. Oh. Da stand auch das dritte Fenster von links. Das ist aber von mir. Also, ja, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Für mich war das das dritte Fenster von rechts und das zweite von links. Vielleicht gehen ja auch beide. Ich versuch mal. Ich versuche das mal aufzuschießen. Okay, das ist dieses Fenster. Und nicht dieses. Und nicht das Fenster. Okay. Also das zweite von links. Sag bloß, das ist wieder zu. Ah, wie ätzend. Ein bisschen zu hoch. Ah!
ich war doch schon. Ich. Ah! Das ist total schwer. Das war zu hoch. Das ist zu weit links. Auch so wenig. Jetzt bin ich schon wieder an dem ersten Fenster. Oh! Wie viele Punkte hat die eigentlich? 44 Punkte? Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich versuche jetzt mal was. So, ich versuche jetzt mir einen Jet zu holen, dann rauszuspringen aus dem Jet und dann mit dem Fallschirm da reinzufliegen. So. Wir sind da. So, ich hoffe, mein Plan geht auf. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Lassen wir die Spielerei. Ich kenne mich, das geht nur schief. So, ich muss jetzt nur gucken, dass ich den richtigen Absprungwinkel treffe, finde. Oh, ey, das ist, ich habe nur einen einzigen Versuch. Erstmal die Lage checken hier. Wo sind wir denn? Okay. Oh, ey, das wird nichts. Das geht schief. Noch mal weiter dahin. Okay, hoch. Okay, raus. Oh nein! Doch! Oh fuck, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ist ein Lied? Oh shit.
Ach, fuck it, ey. Okay, so wie es aussieht. Will er es jetzt versuchen? Jetzt versuche ich das mal für ihn zu machen. Das Fenster aufzuschießen. Vielleicht schafft er es ja davon zu landen. So, er dreht nochmal eine Runde. Jetzt müsste er eigentlich. Ah, schade! Ach, jetzt ist das Fenster auch kaputt. Schnell, 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 bevor das wieder zugeht. Ja, voll. Warum geht das Fenster auch immer wieder zu? Kann das nicht einfach aufbleiben? So, jetzt hole ich mir nochmal einen Jet. Das muss doch gehen, das muss doch klappen. Und ich muss sagen, das, eben als ich das versucht habe mit dem Fallschirm, das war ja gar nicht so schlecht. Also das sah ja doch schon ganz gut aus. Wow. So, nächster Versuch mit dem Jet. Jetzt muss ich noch mal ganz genau gucken, welches Gebäude das war. Ich glaube, das war das ganz linke. Und raus. Mensch, das muss doch jetzt klappen. But you don't succeed. Ah!
zieh's weiter, genau. Aber das war zu weit links. Okay. Wieso bin ich denn jetzt drin? Und wo ist... Hier ist es. Also ich bin drin. Frag mich nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Ich wünsche es ihm, dass er das jetzt auch schafft. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Warum habe ich das jetzt geschafft? Also das ist mir jetzt echt unerklärlich. Oh. Hauptsache, alles geht kaputt, nur der Fernseher nicht. Ah, okay. Ja. Ich habe aber noch so einige Punkte vor mir. Jetzt bin ich. Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Was passiert hier? Endlich! Wie lange hat das jetzt gedauert? Über eine halbe Stunde hat dieser Scheiß gedauert. Und ich weiß nicht, wie ich das... Ja, ich weiß es einfach nicht. Plötzlich war ich drin. So, jetzt bin ich auch froh, wenn ich mit dieser Map hier fertig bin. Oben hoch. Ja, wieso leckt das denn jetzt so? Hey, was ist das denn? Ich hasse es. Hey. Hoch da. So, wie viele Punkte noch? Ah, okay, nicht mehr so viel. Wieder da hoch.
So, komm jetzt. Das Ziel, das wäre jetzt nicht schlecht. Da ist es doch schon. Okay. Und wir fliegen rein. Na, endlich! Meine Güte, ey, wie lange hat das jetzt gedauert? 50 Minuten oder so? Echt so, er versucht das nochmal, das gucken wir uns nochmal mit an. Aber es geht einfach nicht. Die Scheibe, die geht ständig kaputt. Ja. Und das war's dann aber auch. So, komm, schaffst du. Ja, keine Ahnung. 51 Minuten, unglaublich. 52 oder so. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, in dem Gebäude zu landen. Ich weiß es einfach nicht. Ist ja auch egal. Wir haben es geschafft nach fast einer Stunde. Im Prinzip hat es schon Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Fuck this shit, Tschüss. I'm out.